In dieser Woche haben wir im Untersuchungsausschuss zum Desaster der zweiten Stammstrecke hier im Bayerischen Landtag an drei langen Sitzungstagen gleich 8 Zeugen vernommen. Mir schwirrt noch der Kopf von den vielen Informationen, die wir bekommen haben. Aber eine Sache, die treibt mich wirklich persönlich, macht mich fassungslos. 2018 hat der Bundesrechnungshof das Projekt der zweiten Stammstrecke München geprüft und festgestellt, es ist nicht förderfähig, es ist nicht wirtschaftlich, es darf eigentlich nicht gebaut werden. Und mit diesem Erkenntnis hat man nichts gemacht, keine Konsequenzen gezogen. Die meisten wollen noch nicht einmal wissen, gewusst haben, dass es den Bericht gibt, obwohl uns ein Mitarbeiter aus dem Bayerischen Verkehrsministerium gesagt hat, das ganze Haus habe es gewusst, dass es den Bericht gibt, aber Konsequenzen keine daraus gezogen, einfach weiter bauen lassen. Und derzeit läuft ja noch eine Prüfung des Bayerischen Obersten Rechnungshofes und da mag es schon Zwischenergebnisse geben, auf jeden Fall werden sie uns hier im Untersuchungsausschuss vorenthalten. Das stinkt zum Himmel und das ärgert mich und wir werden da weiter dranbleiben, um dem nachzugehen.